So, in dem kurzen Video werde ich euch die anderen beiden Karten, beziehungsweise ich werde euch in diesem Video die Marseille Raketenkommandokarte zeigen. Die finde ich ist überhaupt nicht meins. Weil man mit dem Raketenwerfer auf Tunnelausgänge schießen muss und puh, da bin ich echt schlecht drin. Weil man halt nicht wirklich was zum Anvisieren hat. Aber sehr gut, geht direkt weiter. Ich kann leider immer nur so ein Video bzw. eine Karte pro Video machen, weil das dauert schon fast 20 Minuten. Und länger als 20 Minuten will ich das auch. Oh, bei dem hier, okay, wir sind jetzt schon am Ende angekommen, was ganz gut ist. Dann werde ich das zweite Video direkt dahinter machen können. Oh, es ist jetzt natürlich nicht Sinn der Sache. Okay, aber das war eh nicht so funny, was davor alles lief. Also, ich habe eine tolle Kettensäge. Ich will keine Kettensäge. So, jetzt nehmen wir uns hier mal ein paar Raketen mit. Dann kann ich euch das direkt mal zeigen, wie räudig das ist mit dem Schießen. Das ist wirklich räudig. Man rennt darüber, irgendwann, irgendwie. Dann lädt man die Raketen rein, wenn es schon gehen würde. Aber es geht noch nicht. Nein. Na toll. Man kann so einen räudigen. Okay, lade die Raketen in den Raketenwerfer. Das machen wir jetzt auch. Der Raketenwerfer ist auch super ausgerichtet. Dann gehen wir an dieses tolle Geschütz. Oder an diese komische Zielfernrichtung. Wissen natürlich nicht, welche Rakete als erstes. Welches Rohr als erstes schießt. Okay, das war das Richtige. Und. Oh, wir haben sogar getroffen. Alter, genial. Oh. Ah, dammit. Ich glaube, jetzt habe ich ganz gut ausgerichtet, aber ich habe keine Raketen mehr. Ah. Verdammt. Ich will ab. Ich will los. Komm, ich muss mir neue Raketen holen. Die sind überall auf der Karte verstreut. Aber ich werde dann direkt nochmal Marseille anfangen. Zick. Raketen laden. Feuer. Feuer. Dammit. Okay, ich bin unsichtbar. Schlag du dich mit denen rum da. Nebenbei muss man auch noch den Typen da retten. Des Öfteren. So, Freund, schieß noch mal. Gib alles. Oh, er gibt alles. Oh, Junge, gut daneben gerotzt. Nice. Ja. Er hat auch keine Raketen mehr. Schon geht's wieder los. Mal suchen hier. Das ist belastend. Ja, jetzt müssen wir wieder den komischen Gaspar retten. Ich kann leider nichts dazu beitragen, weil ich einfach nur ein Maschinengewehr habe und keine vernünftige Sekundärwaffe, geschweige denn eine dicke. Okay, cool.
Oh Jungs, kommt, wer von euch will schießen? Oh, dammit! Hast du keine Raketen? Trottel. Er hat keine Raketen gesnackt. Ich habe keine Ahnung, welches Rohr schießt. Ah. Nein! Los, komm schon! War das besser? Oh, es war auch nicht besser. Damit, ich bin so schlecht. Darin bin ich wirklich schlecht. So, dann retten wir gleich wieder Gaspar. Abgang. Interagieren. Ist da was? War es besser? Dammit! Ich bin so schlecht im Schießen. Man kann auch einfach nicht anvisieren. Aber wenigstens das Gute ist, die Raketen spawnen immer wieder. Also jetzt spawnen sie auch schon wieder hier. Jetzt werde ich mal schnell bei mir einen Verbandskasten anwenden, weil die anderen eh. So, jetzt komm, Junge, schieß da hin. Dass er weiß sich wirklich als äußerst. Er will auch nicht! Okay. Das letzte Ziel ist geil, das sehe ich nicht mal. Oh! Dammit! Ich glaube jetzt, das sieht ganz gut aus. Verdammte Scheiße. Ohne Witz, wie soll man so zielen? Ah, es gibt keine Zielvorrichtung. Lade Raketen in den Werfer. Nix. Das ist wirklich ein cooles Spiel, aber da haben sie sich, das ist ein, haben sie sich ein Fauxpas geleistet. Weil dieses Zielen ist wirklich so unheimlich räudig. Hast du es geschafft? Irgendwie will keiner richtig so schießen, möchte keiner. Weil wir alle echt bescheiden sind da drin. Naja. Aber dadurch, dass dieses Schießen so unheimlich schwer ist, dauert es Ewigkeiten, bis man das geschafft hat, wenn man es nicht drauf hat. So wie wir vier hier. Naja, wir drei, einer ist ja am Bot.
Und wir brauchen jetzt wieder Raketen. Mann, wir haben schon so viele Raketen verballert. So. Jetzt wird es aber was. Oh ja, komm schon, Baby. Oh ja, er hat es geschafft. Hat gar nicht so lange gedauert. So. Ich glaube, dieses Video handelt einfach nur über dieses räudige Raketensystem. Will ich sagen. Also Facepunch, daran bitte nochmal arbeiten, weil nur über diese Rohre zu zielen, wenn man so weit weg steht, relativ weit weg steht, ist nicht so geil. Dankeschön. Haut rein.